Hallo und herzlich willkommen auf der On the Hills Map zusammen mit dem Bendodan. Hallo zusammen. So, wollen wir mal in den schönen Fend hier. Ja, wir haben letztes Mal schon gesagt, dass wir die Solarzelle kaufen. Wie viel Geld haben wir gerade auf der hohen Kante? 161.369. Also pipapo 30, 40.000 mehr als die Solarzellen kosten. Ja. Noch nicht ganz das, was ich mir gewünscht hätte. Aber wir haben jede Menge Sojabohnen. Ja, und die bringen auch gutes Geld. Vielleicht haben wir auch Glück und es kommt noch eine Nachfrage, dann wäre das echt toll. Ja, deshalb. Man könnte sogar auch noch Kredit aufnehmen. Über die Optionen habe ich, glaube ich, noch nie in der Aufnahme geredet. Wir haben hier ja keine Schulden beim Start gehabt auf der Map. Und ja, Felder wäre eigentlich mittlerweile echt eine Maßnahme, ne? Es geht echt schnell, so ein Durchgang eigentlich. Ja, mittlerweile schon. Gerade wenn wir dann auch noch teilweise zu dritt, zu viert sind. Da hätte man dann jetzt schon wieder die beiden Felder, die ich gerade gegrubbert habe, angesät. Ja, mir wird direkt jemand die ganze Zeit hinterherfahren und mich abtanken wollen. Ja, oder man wird nebenbei noch Gras machen, so. Ja, so wie letztens halt. Ja, also dann würde man auf jeden Fall nochmal schneller vorankommen. Und das, da bringt's die Felder halt eigentlich schon, ne? Ja, wie gesagt, wir haben hier nicht so viel Hektar. Wie viel Hektar sind das da? 8? Vielleicht? Nee, das ist viel zu viel. Na, 8 Hektar ist, glaube ich, gar nicht schlecht geschätzt. Ja? Vielleicht sogar mehr. 8 bis 10 würde ich sagen, so ungefähr. Aber mit den Wiesen dann? Ja. Hatte ich jetzt gar nicht so im Kopf, aber wahrscheinlich passt das ungefähr. Wie viel Hektar hat denn... Hat der Drescher das drin, dass man sieht, wie viel Hektar der schon gemacht hat? Nee, ich habe aber drin, ich kann ja sagen, dass ich mit dem Drescher schon... Doch, der hält... Nee, ich sehe nur die Arbeitsstunden. Ich sehe, dass ich mit dem insgesamt sind wir 52 Kilometer mit dem gefahren. Okay. Ist eigentlich auch heftig, ne? 52 Kilometer für den Drescher. Der Fendt hat jetzt 143 Kilometer. Gut, mit dem sind wir ja viel mehr unterwegs. Der Drescher eiert ja echt nur im Feld rum. Ja. Aber in der Aufnahme, beziehungsweise in der Zeit, wo wir ihn jetzt hier im Einsatz haben in dieser Saison, beim Ernten hat er jetzt schon 18 Kilometer gemacht. Oh. Oder die Felder. Meiner hat diese Folge schon 50 gemacht. Ja gut, diese Folge wahrscheinlich noch nicht. 50, ja, ich meine, seitdem wir auf dem Server sind, ne? Ja. Das ist doch unten Trip, ne? Nee, Trip ist das. Ich weiß gar nicht, wie sich das zusammensetzt. Total, was rechts steht, ist... was du insgesamt gefahren hast. Ich glaube, Trip könnte sich daran orientieren pro Saison. Okay. Weiß es aber nicht genau. Aber da müsste es ja zusammenhängen mit den Seasons. Die Trip-Anzeige. Ja, kann er... Ja, ich weiß nicht, an was sich der Trip das orientiert. Ich könnte da mal halt in die Datei gucken, was da jetzt schlussendlich rauskommt. An was sich der Trip orientiert, wenn ich mir die XML angucke. Ja. Aber in dieser Aufnahme kommt auch nicht hin. Wir nehmen noch keine Dreiviertelstunde auf und ich habe 51 Kilometer und fahre so 13, 14 im Schnitt. Das kommt nicht hin. Gute Frage. Vielleicht kannst du den Zuschauer ja beantworten. Die Welt ist voller Rätsel. Das ist übrigens, es war jetzt gerade ein krasser Themenschwung, aber ich gucke gerade so Richtung Forst. Das ist übrigens was ich an der Stappenbach absolut bombastisch finde. Der Forst ist sowas von geil. Ist für mich eine richtige Forstmap. Hat viel Forst, ja. Vor allem unten der Teil. Ja, vor allen Dingen auch, du kannst dich in dem Wald verlaufen. Ja, es sind ziemlich neue Bäume überhaupt designt worden. Die kamen mir nicht so. Ja, es ist so ein bisschen Mischbewaldung. Es ist nicht so Monokultur, ne? Ja. Und vor allen Dingen, geht's ab so richtig durch die Matsche und im Kreis und hast du nicht gesehen und dann gibt's irgendwo eine Gabelung und auf einmal kommst du irgendwann wieder da raus und weiß gar nicht, wie du hingekommen bist. Gerade wenn du jetzt nicht so auf die Karte achtest, wo die Wege auch nicht eingezeichnet sind. Also das ist schon echt cool gemacht. Was mir jetzt auch gerade einfällt, wir müssen noch Setzlinge in den Wald pflanzen. Ja, das wollten wir auch mal machen. Irgendjemand hat gemeint, dass die irgendwie 6 Tage brauchen oder so.
In-game, pro Wachstumsphase oder was? Nee, um erntereif zu werden. 6 Tage nur? Ja. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ist halt die Frage, ob der Season 6 Tage kommt, glaube ich, hin von dem, was wir standardmäßig brauchen. Aber ist die Frage, ob der Season darauf Einfluss nimmt, ne? Ja, aber den siehst du ja gar nicht in der Fruchtfolge oder so. Müssten wir mal in die Season, in die XML reingucken, ob die irgendwas mit den Bäumen macht. Ja, immerhin werden die Laubbäume ja alle verfärbt, jeden Monat, ne? Ja, aber ich weiß nicht, ob da was mit der Wachstumsphase dabei ist. Ja. Kann ich mal auf jeden Fall reingucken. Ist ja im Endeffekt auch egal. Und man soll die nicht so dicht zusammenstellen. Ja, weil wenn du sie fällst und die fallen dann aufeinander, dann bleiben die hängen wahrscheinlich. Nee, die werden nicht mehr so groß oder so. Aber wenn sie auch nicht mehr so groß werden, dann ist doch gerade egal, ob sie dann eng zusammenstehen. Nee, die sollen weiter auseinanderstehen, dann können die größer werden, als wenn die dicht zusammenstehen. Ah, jetzt verstehe ich dich, okay. So. Ich glaube, das macht sogar auch der Season. Das wurde mir auch irgendwo in einem Kommentar geschrieben. Ich habe schon lange nicht mehr in deinen Kommentaren geguckt. In letzter Zeit kriege ich sehr viel Kommentare. Also mehr als einen am Tag. Das ist für mich persönlich schon extrem viel. Ja, wird so langsam, ne? Vor allem das Witzige ist, ich habe jetzt, mich wurde jetzt gratuliert für 200 Abonnenten. Habe ich gedacht, schön, aber ich finde die Idee schön, dass man da trotzdem gratuliert. Also das finde ich, ist ein sehr feiner Zug. Ja, manche machen das echt dauernd, so ist mir aufgefallen. Manche gratulieren echt auch mir irgendwie zu 54.500. Ah, oh ja, okay, warum nicht? Hauptsache rund, so nach dem Motto. Ja, ja, klar, Hauptsache mal gemeldet. Auch wenn sie wollen. Aber ich habe schon gesagt, wenn ich halt mal so die ersten 500 erreiche, dann werde ich auf jeden Fall ein Gewinnspiel unter meinen Abonnenten machen. Denn ich habe noch eine Version vom coolen DLC, das ich nicht mehr brauche. Meinst du von der FarmCon? Ja, das, die Special Edition, ja. Die ultra-exklusive. Die es nicht zu kaufen gibt, ja. Weil ich brauche die nicht. Und solange jetzt LS17 es noch gibt und jemand die nicht hat, verschenke ich sie lieber an einen treuen Zuschauer oder jemand, der mich abonniert hat, als dass ich sie einfach daher rumliegen lasse und ja, irgendwann nichts. Bringt sie sozusagen nichts mehr. Genau, weil, weißt du, kommt LS19, ich habe die immer noch hier ungeöffnet hier rumliegen und da muss ich ganz ehrlich sagen, nö, da mache ich lieber einen der Zuschauer glücklich, beziehungsweise gebe jedem die Chance, das zu gewinnen. Es ist auch so heftig, das ist mir heute klar geworden. Ich bin in der Ausbildung, da macht man ja Wochenberichte. Ja. Ja. Bist du eigentlich fertig geworden mit allen? Ja, ja, klar. Dick. Also ich habe sogar diese Woche schon. Boah, Musterschüler. Ja. Also so aktuell wie nur möglich war ich. Ja, auf jeden Fall ist mir dabei aufgefallen, so beim Durchblättern durch meine, was habe ich mittlerweile schon, 60, 70 Berichte? Vom letzten Jahr halt ein Schwung, ne, und dann dieses Jahr. Ja, ja, ja. 60 Berichte oder so, sage ich mal, schätze ich mal. Das, LS17 ist einfach fast ein Jahr alt, ne? Ist ein Jahr jetzt alt, am 25. Oktober ist es ein Jahr alt. Ja, nur noch 4 Wochen. Oder 3, wenn das Video kommt, das ist heftig. Genau, da feiern wir Einjähriges. Das ist Wahnsinn, finde ich. Also, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass der LS17, wo man jetzt, ich finde, so langsam ist man richtig angekommen. Von allem, was es auch so gibt mit der Stappenbach, mit dem Seasons und so weiter. Ja, die Mods sind schon Bombe. Also, ich hatte nicht so viel Langzeitmotivation bei LS15 wie jetzt beim 17er. Auf jeden Fall. Letztes Mal so viel, gut. Obwohl LS13 war bei mir immer noch mit nicht zu vergleichen irgendwie. Ja, ja, klar. Das war einfach auch die Zeit, wo ich einfach mehr Zeit hatte zum Spielen. Außerdem ist da erst so vieles entstanden. Dadurch, dass die Dedicated Server kamen, konnte man Community Server machen und sowas, ne? Ja. Das stimmt. Ne, LS13 war also für mich eigentlich so der LS zum Durchstarten. Und es war insgesamt das erste richtige runde Spiel, was man auch Leuten anbieten konnte, sag ja, ich mal, die nicht LS-Fans von vornherein waren. Obwohl, den Elva fand ich auch schon geil, weil ich fand damals die Modelle von den in den Spiel gebrachten Deutz ziemlich cool.
Die hat mir damals richtig gut gefallen. Aber wie du sagst, LS13, der Hagenstedt, das war eigentlich das Spiel, was so, ich glaube auch, was insgesamt für den LS so den Durchbruch gebracht hat. Ja. Ich glaube, das war der meistverkaufte, bis damals zumindest. Ja, Abstand gut, sogar. Eigentlich war der aktuellste immer der meistverkaufte, ne? Auf lange Sicht. Also es ist jetzt immer noch so, ja? Also wird der LS17 mehr gespielt als der 15er? Ich denke schon, ja. Ich gehe davon aus. Also, okay. Das ist mir auch beim 15er aufgefallen, dass viele noch monatelang gesagt haben, ich kann genauso gut mit Mods den 13er spielen. Beim 17er hört man das nicht. Der 17er hat insgesamt, glaube ich, die Leute wesentlich mehr überzeugt als der 15er. Ja gut, ich meine, der 17er hat das geschafft, wo man jetzt eigentlich schon nicht mehr drüber redet, was ich persönlich aber immer noch super wichtig und super gut fand, war die Thematik, du machst Licht an und du hast auf dem ganzen Server oder im ganzen Spiel keinen Ruckler mehr. Ja, nur beziehungsweise nur noch einmal ganz am Anfang, ne? Wenn du das erste Mal Licht anmachst. Aber jetzt, ich erinnere mich an alte Tage. Da hast du, wenn du jemanden ärgern wolltest, hast du ein Licht angemacht. Ja. Beziehungsweise nachts gehäckselt und jemand kam dir entgegen und da war Feierabend. Da ging die FPS sowas von in den Keller. Ja. Und was mich auch überzeugt hat, war Haufen. Bitte? Haufen. Rauchen? Haufen. Genau, Haufen, richtig. Ich wollte gerade sagen, was willst du jetzt mit Rauchen? Nicht so, hä? Genau. Ist auch ziemlich cool. Obwohl, ich glaube, da können wir auch noch ein bisschen nachlegen von der Modellierung und wie die dargestellt werden. Also das Mengenverhältnis passt immer noch nicht so ganz. Und ich hatte letztens auch noch irgendeinen Bug festgestellt, wo ich gedacht habe, warum haben sie den noch nicht angepackt? War auch schon lange kein Update mehr. Ich bin gespannt, ob überhaupt noch eins kommt. Ja, doch. Ich gehe davon aus, wenn ein Add-on kommt. Ja, denkst du, das machen die in einem dann? Ja, das haben die eigentlich immer. Zu den Add-ons und zu den DLCs kamen in der Regel Updates. So. Ach, Dünger war ja an der Sämaschine irgendwie kaputt, ne? Ja, genau. Ich habe aber die richtige Version. Die muss ich dir noch zukommen lassen. Du hast die Contest-Version, die ist nicht aktuell. Okay. Wir müssen generell mal ein paar Mods updaten. Und wenn ich da jetzt auch gerade dran denke, ich setze mich mal mit Domi in Kontakt. Für Update-Forum. Jo, die Liste müssen wir dann auch auf den neuesten Stand bringen. Unbedingt, die ist nämlich jetzt schon lange nicht auf meinem Stand. Die ist noch auf Youngtimer stand, ne? Ja, richtig. Aber ich guck mal, da kannst du mir einen Gefallen tun und ein Saatgut-Big Bag kaufen? Wieso? Saatgut ist doch drin. Das hab ich doch jetzt... Kann das aber irgendwie nicht in die Sämaschine laden von da aus. Oh. Guck mal, da steht auch noch ein Saatgut-Big-Bag. Da stehen nur Dünger, glaube ich. Echt? Ich habe normalerweise ein Saatgut, steht noch nebendran, ein großer. Aber ich stell da gerne einen hin, kein Ding. Einfach am Händler, dann hole ich mir da eben... Ja, ja, ich habe da jetzt eins hingestellt, auch am Händler. Ist natürlich teuer, ne? Ja. Ist halt so, ne? Angesät muss. Ja, weil sonst ist Feierabend. Ja, das ist auch zum ersten Mal, muss ich sagen, im LS17 gekommen, dass Ansaat, dass man wirklich merkt, gut, man hat es zum LS13 und so gemerkt, aber nur wenn du groß Fläche hattest und so, dass du ein paar Tausender bezahlt hast, dadurch, dass du jetzt, dass der Saatgutpreis, glaube ich, auch durch die Big Bags ziemlich gestiegen ist, weißt du jetzt wirklich auch zu schätzen, was du da eigentlich an Euros in den Boden säst, ne? Ich hab ja die ganz großen da drauf, ne? Die 5000 Liter. Und die sind einfach nur angepasst auf die 1000 Liter, aber das hochgerechnet dann auch mal 5. Ja, klar. Aber ich meine jetzt generell im LS17. Ich hab das am Anfang sehr gemerkt. Du hattest dann irgendwie 20.000 auf der hohen Kante. Und so, dann kam die Ansaat und du musstest erstmal 10, 12 Euro Paletten holen, ne? Und dann warst du dein Geld weg. Das stimmt. Also man hat richtig gemerkt, wie man sein Geld quasi in den Boden gesät hat, um dann wieder mehr Geld rauszubekommen. Das ist mir in den letzten LS-Teilen nie so bewusst gewesen. Ja, das ist schon massiv. Vor allem, es geht ja noch teurer. Du kannst ja diese Objekte platzieren, wo du auch Saatgut da rausziehen kannst wieder.
Aber da ist der Preis, glaube ich, 1,5-fach höher als normal. Hat ja Giants auch noch nachgepatcht und nicht nachgepatcht, sondern als Mod auf Mod rausgebracht. Kann ich die Maschine nicht auffüllen? Ah, jetzt. Vielleicht stand ich nur irgendwie komisch im Trigger. Ja, wie gesagt, die, wo wir da haben, die ist ein bisschen buggy. Ich guck mal, dass wir für die nächste Aufnahmesession die richtige haben. Ja, wird dann ausgetauscht. Hat sechs, ich glaube, die hat beides 600. 600 jo. Liter Düngemittel und 600 Liter Saatguttank. Ah, da fährt er vorbei. Da heizt er mit seinem Steier. Sicher. Immer Vollgas. Vollgas, jawohl. Aber ich sehe gerade was. Nicht wir nur... sind mit Vollgas zum Ende der Folge. Genau. Mit Vollgas. Bis morgen. Ciao. Ciao, ciao.